Oh nein. Gib Gas, Junge. Oh, du bist irgendwie tot. La, 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 la. Love is in the air. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play GTA Online. Wir sind das grüne Team und wir spielen heute die Valentinstag-Spezialfolgen gemeinsam mit dem Dennis. Guten Tag, liebe Freunde. Und dem guten Slay Massive Benny. Hallo. Und der Bronze ist heute auch dabei und eigentlich hatten wir das alles schon mal aufgenommen. Jetzt ist nur irgendwie die Aufnahme gecrashed und es war eine Katastrophe. So, ich bin heute hier gemeinsam mit dem Mufflord. Ja, und wir haben hier schon ein paar Ausgaben. Ja, da sehe ich doch einen. Hier kommt. Gibt's Headshots, 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 Headshots. Yeah! Toll, mein Teammate war AFK. Super. Wurde erschossen und ich habe mich selbst umgebracht. So ist das ja in dem Modus hier zur Erklärung. Genau, ist denn, ja, kannst du ja mal gerade klären. Worum geht's denn hier genau? Und erstmal überhaupt herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, diese Folgen sind jetzt hier für das Valentinstag-Wochenende am Start. Beziehungsweise diese Spezialsachen hier, dieser Spezialspielmodus. Es ist ein Deathmatch und man hat einen Partner, einen Liebespartner. Ja, im letzten Mal war ich mit dem Benny zusammen in einem Team. Oh, das war ziemlich sexy, Benny, oder? Ja, schade, dass ihr das jetzt nicht sehen könnt. Ja, schade. Ja, wenn man drauf geht, sehr romantisch. Ja, es war so. Was ich gerade dem Ben unbedingt sagen will, ist, wenn man drauf geht, lieber Ben, also wenn du jetzt stirbst, dann bringe ich mich automatisch auch um. Also du musst immer auf dein Teammate achten. Ja? Deswegen am besten nicht alleine rumrennen, sondern immer aufpassen, dass man das gegnerische Team schön hochnimmt. Und da unten ist auch einer. Oh, genau, und wenn man nah beieinander steht, man sieht auf der Minimap so einen grünen Radius, in dem heilt man sich dann auch. War sehr langsam, aber man kann sich so ein bisschen Leben zurückholen. Genau, also es geht sehr ratsam, zusammen zu bleiben. Es geht viel um partnerschaftliches Verhalten hier. Also, und wie gesagt, wenn der Partner stirbt, bringt man sich automatisch auch um. Das ist natürlich ziemlich tricky. Das bedeutet, man muss wirklich in Teamwork miteinander zusammenfighten, kann man so sagen. Ich bin hier mit Mufflord, mit einem Community-Member. Es sind auch viele Leute aus der Community am Start. Wir haben direkt mal gesagt, komm, wir spielen diese Mission mit Leuten, die auch zuschauen. Das finde ich natürlich immer besonders cool. Weil da kann man mal hier mit den Jungs rumschlawenzen und nicht nur den üblichen Verdächtigen, die ja beim Let's Play dabei sind. Wer sich fragt, was mit Tobi, Curry und Co. ist, die haben leider alle keine Zeit im Moment. Ja, die sind leider nicht am Start heute. Aber dafür hier diesen Spielmodus mal ausprobieren. Ich bin mal gespannt. Ich frage mich, wo die Jungs sind. Gerade eben haben wir Bronze und Mafuyu. Da hinten habe ich sie gesehen. Also es gibt ja fünf Maps, muss man dazu sagen. Und dieser Modus den gibt es ja die ganze Zeit jetzt. Ist ein typischer Gegnermodus von GTA. Aber die ganzen neuen Kleidungen und Also den gibt es immer. Sorry, dann habe ich mich da schon vertan. Also die Modi, die Rockstar Games hinzufügt, die gibt es immer. Nur die Klamotten und die Autos und Masken, die sind halt zeitbegrenzt. Boah, hinten sind sie. Pass auf, Ben, pass auf. Okay, da sind die Schweine. Bronze und Mafuyu sind glücklicherweise in einem Team, die Teams sind automatisch ausgelost worden. Aua, was soll das? Da kommen wir jetzt alle zu, zeig ich muss mich kurz mal zurückziehen hier. Muss einmal ein bisschen hier gerade Luft schnappen, ey, das war ja ganz schön gemein. Boah, es kann aber never ending Story werden. Ja, der Benny ist leider schon tot, weil, wie gesagt, sein Teammate, das habe ich erschossen, gemeinerweise. Tut mir leid, Benny. Ja, kann man ja nichts machen. Der war ja, wie gesagt, nicht am Pad gerade oder am Keyboard. Ja, ist auf jeden Fall gut rumgestanden. Ich habe ihm ein paar Headshots verteilt und dann ging das eigentlich ganz angenehm. Nichts riskieren, Ben. Nichts riskieren, ne? Bleib in Deckung, Alter. Oh, ich habe hier eine gute Deckung, ey. Ja. Naja, geht so, ne? Bisschen trifft man dich. Ja. Okay, was probiert da der Mafuyu X? Wir haben auch sehr viel Leben, ne? Ja, man hat extrem viel Leben in diesem Spielmodi. Oh, der Mafuyu geht gleich drauf. Wenn der so weitermacht. Ist der gleiche Geschichte. Alter, scheiße. Pass auf, Ben, pass auf. Geh Deckung, Alter, was machst du? Drück Q, Mann, wenn du hier rumläufst. Boah. Okay, ich wollte gerade fragen, wie das geht. Boah, bleib mal. Geh mal runter. Warte, boah, warte, jetzt sind sie schwer verletzt. Nicht hochgehen, Ben, nicht hochgehen. Warte, bleib so. Der Mufflord und ich, wir holen euch. Ja, das ist ein richtiges Duell hier. Boah, pass auf, geh runter, Alter. Boah. Ben, kannst du dich irgendwie lauter machen ein bisschen? Kannst du irgendwie... Ja. Jetzt aber, oder? Ja, besser. Warte. Ja, da hat er ein Gewicht bekommen. Kommt her, ihr Schweinepriester. Ich hole euch raus aus euren Dark Holes. Komm mal, auf den Sarazar. Da geht's doch gar nicht. Scheiße, Ben, Das ist jetzt aber halt eine Putt-Situation, ne? Der Dennis, der füllt sich immer wieder schön auf. Die anderen wahrscheinlich auch. Da passiert nichts. Ich glaube, ihr müsst härter rangehen. Oh, härter rangehen. Mit meinem Liebespartner Mufflord, du alter Schnuckelputz. Die kommen. Oh, ja.
Tipps. Oh ja, sie wagen sich vor. Sind genau gegenüber von uns, Alter. Nicht riskieren, nicht riskieren. Ja. Ach, da drüben. Ne, ist er. Sind nur die Sarazan einfach raus, spinksen. Ja, ich glaube. Oh, warte mal. Mavlord, komm zurück. Boah, komm zurück, mein Freund. Down, komm. Ah, down, ey. Ihr seid witzlos. Ich warte jetzt einfach hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Sudden Death. Oh, 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 Ben, komm mal zu mir. Der letzte Überlebende gewinnt. Wir müssen uns heilen, wir müssen uns heilen, Ben. Wenn wir jetzt hochgehen, sind wir am Arsch. Oh, Mann. Ja, ich hab ihn erwischt. Ja, ich hab ihn auch noch erwischt. Beide weggesäfft. Yo! Scheiße, Ben, Mann. Scheiße, Mann, ey. Ey, das war so schön. Das ging runter wie Öl. 3 Kills, ey. Was soll's. Noch einen Tacken lauter, Ben. Eine so, Kugel tot, ne? Mach dich noch mal ein ganz kleines Stück lauter, ein ganz kleines Stück. Ach ja, das war doch wieder ein Segen. Ja, es geht natürlich weiter. Das ist übrigens der dritte Spielmodi. Es gibt da verschiedene Karten von. Und wie gesagt, da muss ich mich nochmal korrigieren, das war natürlich ein Fehler. Die Valentinstag-Sachen, wie dieses Auto oder diese Armor-Maske, also die Heideltraut-Maske, die weltoffizielle, die gibt es nur während der Valentinstag. Aber das Spielmodi bleibt, also die Spielmodi bleiben. Und wie gesagt, hier einfach mit einem Partner muss man ums nackte Überleben kämpfen. Und ja, genau, wie gesagt, wenn der Partner stirbt, stirbt man auch. Also das ist wirklich interessant. Das war ja schon bei den Wintersachen und so weiter. Also da, die bringen immer neue Gegnermodi raus und die bleiben dann halt da. Aber die Inhalte, die sind dann, wie gesagt, nur zeitbegrenzt. Achso, das heißt, jetzt gibt es die Mafuyu-Maske wieder, oder was? Ja, Moment, ja. Es ist, die holen wir uns natürlich noch zum Ende der Folge, glaube ich. Okay, ich habe deinen Kollegen erwischt. Benny, adios, amigo. Okay. Ach. Tja, Benny, läuft nicht so bei dir, ne? Ja, ich hab nicht so Glück mit dem. Sorry, dass ich jetzt auf den schieben muss, aber ist leider so. Boah, der Cruiseblade. Natürlich ist der Cruiseblade schuld. Wird beschossen von hinten, Mann. Okay. Cruiseblade. Ja, unten ist. Aber ich muss sagen, der Mufflord macht einen richtig guten Job. Liebe Grüße an Mufflord an dieser Stelle. Hier bei unserem Valentinstag-Spezial. Buffy. Beim letzten Mal war ich ja mit Benny, das lief nicht so gut. Aber in Real Life ist er dafür richtig sexy, dieses alte Luder. So schlecht waren wir gar nicht. Nee, wir waren okay. Aber gestern war auch noch der Major dabei. Oh, der reine Reinfall, der ist natürlich auch sehr, sehr gut. Und der reine Reinfall, stimmt, ja. Oder hat wer irgendwas in die Luft gejagt? Den kennen wir auch schon. Hab ich das dumme Gefühl? Pass auf, Ben, pass auf. Nicht risky spielen, nicht risky spielen. Ich probiere es jetzt mal ein bisschen riskiger. Weil einer ist von denen auf jeden Fall verletzt. Okay, lass mal hier hingehen, komm mal. Ja, ja, geh, geh. Fuck. Geh in Deckung, Ben, geh immer in Deckung. Aha! Fuck, der ist hochgelaufen, nein, mein Kollege. Scheiße, oben, Dennis, pass auf! Alter! Oh, der jetzt. Ja, erledigt. Pinkes Team auch erledigt. Bleib in Deckung, Ben. Sehr geil. Was für eine spannende Episode. Komm mit. Geh in Deckung doch. Drück doch Q, du Idiot. Das ging nicht gerade. Ich wurde trotzdem getroffen. Ach, schon wieder Zahn der zwischen den beiden hier. Ey, das sieht so lustig aus. Sieht wir dieselbe Nummer, oder was? Ah, treff mich ruhig ein bisschen. Nee. Was soll der Mist? Oh, eine stärkere Waffe, ey. Alter, warum kannst du meine Frisur snipern? Die war doch so schön. Die Haare. Echt. Der Hut guckt überall raus, da. Oh, fuck, Mufflord, ich geh drauf gleich. Boah, das war knapp. Das war knippi, Bobo. Komm, wir holen uns. Oh, knappissimo. Ja! Nein! Scheiße. Sehr schön, habt ihr guten Rush gewagt, muss ich sagen, war angenehm, war witzig. Ja, endlich mal ein Erfolgserlebnis im Leben von Dennis Wert, weißt du? Ja, komm hier, 2 Kills, ja? Ein Kill, ja. Ja, 2 Kills habe ich gemacht, ja? Also was? So what, sag ich, so what? Geil, Alter. Ja, ist ein lustiger Spielmodi, also jetzt nicht mega geil. Modus in dem Fall, Modi wäre ja die Mehrzahl, genau wie Bonus und Boni. Ja, muss man auch mal hier bei den Ladezeiten jetzt hier hinnehmen. Wie viele Runden gibt's eigentlich? 3 oder 2, Bennis? Was ist denn Bennis wieder zurück? Du wurdest auf der Mission geworfen, es gab nicht genug Spieler. Ich auch. Ich auch. Ach. Oh. Na, ist ja nicht so schlimm, weil wir wollen ja eh noch andere Valentinstag-Sachen zeigen. Also davon gibt's mehrere Karten, ich glaube 3 Stück an der Zahl.
fünf, die diesen Spielmodus bieten. Ja, der Dennis kennt sich ja ein bisschen besser aus, der hat die schon öfter gespielt. Man merkt es im Gameplay also nicht unbedingt. Die machen immer 5 Maps von irgendwas. Also immer, wenn was rauskommt, sind immer 5. Alles klar. Es ist immer so. Es ist regulär bei Rockstar. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen nach 28 Jahren. Aber ist ja nicht so schlimm. So, jetzt muss ich natürlich erstmal zu euch kommen. Ich hänge jetzt hier irgendwo in der Wüste. Ja, und ja, ich auch. Um den Maskenladen jetzt hier. Ja, das ist natürlich selten dämlich. So, gehe ich mal einmal kurz hier. Moment. Und hier ist auch der Flughafen. Sind wir gar nicht in einer Lobby jetzt, oder was? Ach, nicht mal das. Warte. Yo, 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 da sind wir auch wieder zurück, gerade aus der Session geflogen, eiskalt, weil nicht genügend Spieler am Start waren, scheinbar sind ein paar rausgegangen, aber wir haben es ja mal gezeigt, man konnte es sehen und es war nicht schlecht, muss ich sagen. Oh, hey Benny. Oh, das war knapp. Ja, das war nice, ne? Richtig schöner Move. Und jetzt geht's auf zu den weiteren Valentinstag-Updates, in diesem Valentinstag-Spezial, wo wir euch natürlich noch schnell die Inhalte zeigen, die beim Valentinstag jetzt am Start sind. Nach meinem schönen Namenstag, das ist doch schön, ist doch toll. Ja, ist doch schön. Ne, freue ich mich auch immer, Liebe, über die ganzen über Witze. Heißt immer Valentin Ramel. Das ist richtig bitter. Rammelzimmer, wa? Ja, Valentin rammelt am Valentinstag. Ja, was ich da höre. Ich nenne mich jetzt nur noch Sarazar. In Wirklichkeit heiße ich ja Sarazar. Sarah, aber mit Vornamen. Valentin Ramel ist nur ein Tarnamen. Also, es gibt auf jeden Fall zum Valentinstag neue Update halt die weltberühmte Heideltrautmaske. Ja, und es gibt noch Klamotten. Ja. Die muss ich auch noch zeigen, ja, ganz kurz. Also, wenn wir jetzt ganz kurz hier nochmal einen kleinen Abstecher hinmachen, ne? Denn ihr wisst ja Bescheid. Erinnert ihr euch noch, ne? So, dann will ich mal schauen, was sie an Outfits hat. So, oh, man sieht, ich bin wieder hier im richtig coolen Look, aber der wird jetzt gleich scheitern, dann sehe ich nämlich aus wie Heideltraut, ja? Hier, schöne Sonnenbrille, Lederjacke und jetzt... Das ist das Schönste, was du machen kannst. Geht es bergab, Freunde, jetzt geht es bergab. Lifetime Achievement, hör mal. Ja, genau. Valentinstag. So, da gibt es jetzt hier das Abendoutfit. Die sehen so ein bisschen aus wie die Sachen, die wir gerade eben schon anhatten bei unserem Deathmatch zum Valentinstag. Bis der Tod uns scheidet, hieß das Ganze. Und jetzt hier, die Nachtoutfits sind natürlich äußerst sexy. Hengst, Faulenzer, Schönling... Und Macho gibt es natürlich auch noch. Ich habe bereits das Schönling-Outfit gekauft, passend dazu zum Dennis, ne? Weil der ist ja, also das ist ja wirklich... Der ist ein Schönling. Ja, ja, der Dennis ist... Aber du hast Leopard, glaube ich, ne? Das ist ja eigentlich das Hässlichste. Ey. Ja, ist es eigentlich. Sexy. Obwohl das Hengst ist auch nicht schlecht. Ja, also ich habe schon was investiert, aber Macho war nicht so meins, deswegen hier sexy als Schönling, ne? Guck mal, zieht euch doch auch mal um. Oh, der Benny. Ja, ne? Leoparden? Ja, und besonders sexy finde ich deine Rückenbehaarung, du kleiner Leopard. Na, dann komm mal mit, Schnuckiputz. Ja, du doch mal wie ein Kätzchen, Benny. Schade, dass ich heute nicht dein Teampartner war in dem Deathmatch. Ich finde, der Benny sollte mal wie ein Kätzchen schnurren. Wie geht das? Dennis, hol doch mal diese schöne Karre hier rüber gerade. Ich bin gerade dabei. Ich ruf gerade den Michi an. Ja, ruf mal, lass den mal rüber, Jukeln hier, damit der geliefert wird. Den Michi oder was? Nee, deine schöne Karre hier, der Jute. Okay. Der Rosi. Der Roosevelt, ne? Kennt ihr das Hotel Roosevelt eigentlich? Klar, Mann. Kennt ihr das hier Hollywood? War mal der Benny und ich letztens noch untergebracht, als wir da die Star Wars Weltpremiere hatten. Gibt's ein Video zu, natürlich auf meinem Kanal. Ja. Konnte man durchaus chillen. Ja, und Roosevelt natürlich Präsident und Pipapo. Kennen ja der eine oder andere auch. War eigentlich ein ganz guter Dude, soweit man munkelt. Aber das kann man natürlich bei Präsidenten nie wirklich sagen. Wer geht da wieder ab? Das war ich aber. Wer geht da wieder ab? Hier ist das Auto. Touch, muss dir mal nur eine geben. Weißt du, Küsschen zum Valentinstag. Komm ab in das Touch Mahal, hier ist das Auto. Was? Wo? Ja, oh, da sehen wir jetzt das schöne Fahrzeug, das schöne Vehikel. Und das hier ist das Valentinstag-Auto. Ist es die Frage, war das schon beim letzten Valentinstag da oder ist es jetzt ganz neu? Also die haben den Roosevelt, dieses Modell hier nochmal gepimpt. Hm? Und kostet, Juhu! Wenn man dieses Modell kauft. Oh nein. Gib Gas, Junge. Oh, du bist irgendwie tot. Wenn man dieses Modell hier kauft, dann kostet das um eine Million. Love is in the air. Okay, dann fahr ich mal schnell los. In die Luft. Ja, fahr mal weg mit dem Auto. Rette dann hol mich wenigstens ab. Wo bist du denn? Hier, an andere Richtung. Ich komm nicht holen. Fahren wir schnell zum Maskenladen, Benny. Nein, ich komm vorbei. Warte, ich kann hier nicht abbiegen, shit. Hä, warum kann ich das Ziel nicht neu setzen? Warte, nee, man muss gar nicht, hol den. Ist er nicht hier oder ist es der Bronzy Boy? Hinter euch, oder? Da bist du doch. Hier. Ah, Bronzy Boy, komm, spring rein. Warte. Ja, du bist in der Seitenstraße. Ja, genau, da ich hol dich schon noch, Dennis, du kleiner Schmutzfink. Okay. Komm her, du kleines. Diese Erotik in diesem Raum, das knistert förmlich.
Komm rein, komm rein. Das Geilste ist übrigens, weil ich euch mal was zeigen kann. Warte, warte, wir müssen nochmal neu machen. Du bist doch hier direkt hier vorne. Ah, nee. Was machst du denn da? Nee, ich will gerade nochmal zeigen. Muss ich mal kurz was probieren. Aber solchen Leuten würde ich nicht unbedingt ins Auto einsteigen. Es war so klar, dass jetzt sowas kommt. Ja, wollte ich nur mal testen gerade hier. So, jetzt hauen wir schnell ab, komm. Das ist der Dennis. So, Dennis. Mach's gut, Alter. War schön mit dir. Nee, komm. Ihr Schweine! Nee, komm, ich warte. Nee, ich warte ja. Ey. Komm. Ja, denkst du, ich bin doof oder was? Ey, du. Was soll denn das? Oh, musste das jetzt sein, PN Mafuyu? Du wolltest mich überfahren. Nee, nur einmal anfahren. Mehr wollte ich gar nicht. Ja, achso, das war doch gerade alles vorbereitet. Ah, Mann, ah, ey. Scheiße. Immer zerstört der alles. Mit dem kann man einfach nicht zusammenspielen. Mann, ey. Du hast das Glück, dass ich dich trotzdem liebe. Weil, aber nur weil Valentinstag ist. Das ist aber lieb von dir, hör mal. Valentinstag. Love is in the air. Du musst jetzt einmal Love is in the air singen. Alter, alle verlassen das Spiel. Oh nein, ich bin rausgeflogen, glaube ich. Du musst jetzt 12.000 bezahlen. Nee, nur du verlässt das Spiel. Kleiner. Läufst hier gerade an der Straße ran wie so ein Stricher, ey. Dann bis gleich. Oh, komm wieder rein. Oh. Komm wieder rein, Benny. Wir können am Valentinstag nicht ohne dich. Wie seht ihr das eigentlich mit Valentinstag? Auch mal die Frage an die Community. Oh, ich wurde erschossen natürlich von Abdullah 001. Ah, Major spielt auch mit, oder was? Der Major. Der gute Ergün. Der hat eigentlich ja voll viel Türkisch gesprochen, ja, in der Folge, die wir eigentlich aufgenommen hatten. Und die ist natürlich vor Schütt gegangen jetzt. Super. Toll. Hat er nicht in den anderen auch Türkisch gesprochen? Ja, die sind ja auch alle weg. Guck mal, der hat mir hier denn gebracht. Komm mal rein da, Ben. Wir fahren mal. Oh, da ist die Polizei. Passt ganz gut zu dir, Ben. Der im Steampunk-Outfit hier. Ja, du hast immer noch diesen interessanten Look mit dem Zylinder, Ben, ne? Habe ich gerade eben kurz in der Folge erhaschen können. Sag mal, das hat aber einen Sinn, warum der das hat, ne, Ben? Einen Sinn? Stopp! Nimm mich mit! Der El Bronzo. Was ist das denn? Alter! Calvin zockt hat mich platt gemacht. Alle fahren mich hier nur tot. Keiner kommt mal dahinter und sagt, hey, Valentinstag. Wo ist der denn? Heute sind wir liebevoll, gehen schön miteinander. Ich bin jetzt hier am Strand gespawnt. Ja? Sarazza hat das Haus schön. Okay, komm. Der Alexander, übrigens größtenteils Community-Mitglieder. Alex hat schon so eine Maske aus, so eine komische Heideltraut-Maske. Ich weiß auch nicht, was uns da reingeritten hat, dass wir so eine hässliche Maske. Geil, danke dir, Alex. Vielen lieben Dank. Endlich mal ein netter Spieler hier auch zwischendurch. Das ist eine sehr, sehr, sehr hochwertige Maske, ja? Ja, ich kann euch auch mal die anderen Masken zeigen gerade. Nochmal, wenn die anderen Jungs hier, guck mal, hier gibt es die tollen Tiere. Ne, die kennen ja die meisten schon. Aber komm, Ben, wir müssen hier verteidigen. Ja, warte, ich muss mal kurz die Masken angucken, ey. Die Sturmhauben. Dann Charaktere. Die finde ich auch ganz geil, die Charaktere hier, diese Marionetten. Boah. Aber, um das jetzt mal ein bisschen abzukürzen, die Papiertüten kennt ihr ja auch noch alle. Boah. Die waren auch cool. So ein ADS-Junge. Kevin ist der Currywurst, spielt da gar nicht mit. So, die habe ich mir auch gekauft, den Maskenball Schwarz-Gold. Und Amor. Und jetzt geht's los. Jetzt sind wir richtig im Heideltraut-Look. Jaua! Heidi! Woohoo! Was geht? Aua! Die volle Ladung. Die volle Ladung Action, liebe Freunde. Hier bei Let's Play GTA Online. Aber ich sag dir ganz ehrlich, in der nächsten Folge, ja, die nächste Episode von GTA Online ist der übelste Shit, Leute. Also ihr müsst euch anschnallen, denn wir heben richtig steil ab, ja, und das wird auf jeden Fall ein Spektakel. Ja, du laberst auch wieder viel Kacke, wenn der Tag lang ist, ne? Muss man ja mal sagen. Also, wenn der Dennis, naja. Wie findet ihr den Valentinstag eigentlich? Nur mal, das mal kurz zum Abschließen zu sagen. Ach, da wurden wir wieder. PN Mafuyu hat mich weggesprengt. Ja. Warum springst du die einfach weg? Ja? Weil das Spaß macht. Warum? Weil ich dachte, wir wären Freunde. Ich dachte, wir sammeln uns jetzt und machen ein Herz. Weißt du, du hast gerade noch zu mir gesagt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, hast du gesagt, ach du Hurensohn, jetzt müssen wir wieder GTA aufnehmen. Deine Visage kann ich nicht mehr ertragen. Ja gut, das muss... Und dann kam... Das sage ich auch in der Folge. Das würde ich auch in der Folge sagen. Du Wichser, ich kann deine Fresse nicht mehr tragen, deine kleine Kackvisage. Geh endlich mal zum Schönheitschirurgen. Das kann ja mal angehen hier. Bei extrem schön könntest du auf jeden Fall mitmachen mit deiner Fresse. Hä? Boah, das ist schon krass, ey. Ja, ich wollte dich jetzt mal richtig lowdown, Alter. Das war kein Lowdown, das war... So, wer ist das denn eigentlich da? Wer ist eigentlich dieser Hässliche da? Das ist der Bronze. Der hat auch noch ein schönes Auto. Schon wieder tot. Ja, das passiert recht schnell. Wer einfach nicht denn, Leute? Dieser Apokalypse hat sich raus. Guck mal, ich lasse einfach ein paar Granaten fallen hier. Drop it like it's hot. Oder auch nicht. Vielleicht steige ich auch einfach mal in die Karre. Komm, ich fahre noch mal ein bisschen eine Runde mit Dennis Auto hier.
So ein schönes Fahrzeug. Komm, Rainer, spring auf, du alte Socke. Yeah! Bam! Den Kopf habe ich in die Zange genommen. Der lebt noch? Wie kann man das denn überleben? Oh! Yes, Mann! Ja, Bernd Mafuyo, der muss einmal hinterhältig vernichten mit Raketenwerfer und so, weil der schafft es ja im Spiel eher selten. So, wir sehen uns wieder, würde ich sagen. In der nächsten Folge dieses Mal haben wir ja wieder einiges gesehen. Tschüss! Und ich liebe den Sarazar insgeheim wirklich, weil er die wunderschönsten Haare auf diesem Planeten hat. Noch ein bisschen besser als Heidi Klum. Tschüss! Oh, das ist so lieb von dir, Dennis. Das ist so lieb von dir. Mein Mantel ist mein Arsch so voll rot. Was? Mein Mantel ist der Arsch rot, das ist geschissen. Man hat nichts verstanden. Egal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ja, das war wieder eine neue Folge von Let's Play GTA Online, diesmal mit Valentinstag-Spezial. Wir haben den Spielmodi bis der Tod euch scheidet gesehen. Davon gibt es insgesamt 5 Karten, die ihr dann ausprobieren könnt, gemeinsam mit eurem Liebespartner. Und wenn einer stirbt, sterben direkt beide. Selbstmord ist dann angesagt. Obendrauf haben wir noch die neuen Masken gesehen, die schon alle bekannt sind. Die Heideltraut-Maske jetzt wieder im Umlauf. Wer sie sich organisieren will, sollte sie sich schnell kaufen, um den Dennis nicht zu unterstützen, beziehungsweise um zu tun, als wäre man der Dennis und alle in die Luft zu jagen oder was auch immer. Ansonsten gab es natürlich noch den schönen Roosevelt, der ein bisschen aufgepimpt wurde. Das war's dann definitiv vom Valentinstag-Update. Aber in der nächsten Folge geht's dann auch weiter mit viel Spiel, Spaß und Spannung. Ich freue mich auf euch. Bis dahin.